Die schleppen auch alles mit sich um, die Zombies. So, gute Nacht, würde ich sagen. War genug Action für diese Nacht. So. Gut, jetzt werden die Zombies gleich da draußen schön öde verbrennen. Guck mal, die Villager-Zombies verbrennen natürlich nicht. Doch, jetzt so. Ah, schön. Der hat ein Eisenschwert dabei, ja, ist klar. Droppt's aber nicht. Na komm, verbrennt. Ich will eure Knochen einsammeln. Jawohl, danke. So, sind noch irgendwo Knochen gedroppt hier? Ich hab's euch genau gesehen. Ein Gehirn ist da noch gedroppt worden. Da steht ein Skelett im Schutz meines Hauses. Habt ihr das gesehen? Seht ihr das? Also wenn ich mich gleich umdrehe, seht ihr das bestimmt. Ich wollte aber eben noch hinten die Knochen aufsammeln oder irgendwas lag da doch noch. Sah zumindest so aus. Nö, war nicht so. Da, seht ihr das da? Wie es da steht? Ich weiß nicht, ob man das auf YouTube gerade so gut erkennen kann, aber da steht's. Guck mal. Bam. Und hat sogar zwei Knochen gedroppt. Das ist ja freundlich von den Skelett. Boah, wie viel Pfeile ich in mir stecken habe. Aber immerhin 33 Knochen mehr. Was will man mehr? Ab in die Baumfarm. Da ist natürlich noch nichts passiert. Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert, ne? So. Ah, das wächst. Das wächst. Und es hat welche Höhe? Ah, das wird wohl gehen dann mit dieser Höhe. Das ist ja gut. Perfekt, würde ich sagen. Dann machen wir das jetzt mal oben zu. 26 wird nicht reichen. Aber ich glaube, ich habe im Lager noch neues Glas. Und dann kann ich das mal zubauen. Und dann ist die Baumfarm fertig. Das ist ja wunderprächtig. Wir brauchen Glas. Glas haben wir hier drin. Oh ja, das wird gut. Das wird gut. Das wird richtig gut. Wir haben unendlich viel Glas. Also unendlich nicht, aber in Anführungszeichen unendlich viel Glas. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich glaube, es waren noch 2 oder so frei. Müsste also so reichen. So, ich kann mal das ganze Zeug hier wegpacken, was ich noch so habe. Monster-Drop-mäßig habe ich ja noch einiges. Also Knochenmehl, das können wir nach hier unten packen. Wir haben Skelette, Gehirne. Und wir haben Knochen, wir haben noch mehr Zeug aufgesammelt, oder? Wo ist das alles gelandet? Hier Bögen, haben wir ohne Ende Bögen. Die kriegen wir irgendwie immer gedroppt. Und wir haben noch jede Menge hier in diesem Sack. Das ist quasi auch alles Monster-Drop. Das können wir alles mit da reinpacken. Und zwar zack, zack, zack. Ich habe doch gerade 4 Sachen. Ja, es wird, meine Freunde, es wird. Meine Sammlung wird wachsen, stetig wachsen, stetig wachsen. So, wir haben jetzt hier Glas, das setzen wir erstmal da auf Sach drauf. Dann ist ja auf jeden Fall die Baumfarm mal fertig. Also nicht wirklich fertig, weil ich muss ja noch was mit den, oh, was ist denn los? Ändern mit der Wasserzuführung. So, das machen wir erstmal so, 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 so. So, 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 und so, und so, und so, und so, und so, 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 ja, Soße. Oder so ähnlich. Gut, da auch nochmal eben schnell und zack, 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 und zack, 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 zack. So, so, so. Ah, das dauert hier mal. Ich bin hier so viel am So sagen, das ist schon nicht mehr wunderschön. Oh, ein ganzes Stack haben wir verbraucht. Gut, dass wir noch fast 2 Stacks dabei haben. Ja, die werden wir jetzt hier noch dran klatschen und gut ist. Perfekt. So, hier können jetzt Bäume wachsen. Das gefällt mir. Jetzt können wir das mal eben austauschen. Und ich versuche die Schmiede noch diese Folge hinzubauen, diese Aufnahmesession hinzubauen. Die ist nicht mehr so lang. Ich habe noch ungefähr 9 Minuten. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung. Und ich muss hier noch auf jeden Fall. Ja, ich brauche noch Dispenser. Oder? Ich habe doch einen Dispenser hingebaut gehabt, ne? Das war doch ein Dispenser hier. Dispenser, ja, brauche ich noch mehr von. Da brauche ich noch mehr von. Und zwar müssen die hier hin. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Dispenser. 7 und hier auch nochmal. Komme ich jetzt gar nicht dran. Super. Machen wir es von innen. Völlig wurscht. So, und hier auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dispenser. Das heißt, ich muss mir 14 Bögen craften. Alter, machen wir das eben schnell. Machen wir eben schnell, würde ich sagen. Aber vorher machen wir was anderes Wichtiges. Wir machen uns mal hier so ein paar Fensterscheiben. Und setzen die mal hier in diesen Magierturm ein. Damit hier so ein bisschen mal jetzt was getan wird hier. Oh, perfekt. So, hier müssen wir uns noch was fürs Dach überlegen, beziehungsweise ob wir noch irgendwas draufbauen wollen. Ja, das kommt alles noch. Okay.
Ist jetzt nicht besonders schön, dieser Glaskäfig ist auch nicht besonders groß, aber es erfüllt seinen Zweck, ihr werdet sehen. Gut, ja, Dispenser bauen. Dispenser sind eigentlich ganz einfach, man braucht nur ein bisschen Redstone, man braucht ein bisschen Cobblestone, man braucht ein bisschen Pfeil und Bogen. So, und für Pfeil und Bogen brauchen wir natürlich Spinnenseide. 45, das reicht, weiß ich nicht. Ich brauche, was habe ich gesagt? 14 mal 3. 30, 42 Stück. Ich habe 45, das reicht ja. Ja, das ist doch perfekt. Das ist doch perfekt. Das ist perfekt, würde ich sagen. Da brauchen wir erstmal hier jede Menge davon. Ich würde auch sagen, so um die 40 rum. Und dann können wir Bögen bauen. Und zwar braucht man die nochmal wie? Ich weiß, so. Und so, ne? Jawohl. Okay, dann machen wir es so. Fast richtig. So. Ja, ist fast richtig. Ich brauche 14 Stück. So. Und dann so. Und dann können wir Bögen craften. Ja, das sind jetzt 3. Wir brauchen natürlich viel mehr. Wir schmeißen mal den ganzen Rest hier raus, den wir gerade mal nicht so brauchen. Einfach mal, um die Bögen irgendwo hinzutun. Ich weiß, das müssen wir gleich alles wieder aufsammeln, keine Sorge. Oh, mehr Bögen, yes. Cobblestone brauchen wir noch. Das kommen wir raus, wir müssen gleich alles aufheben. Das ist soweit klar, ne? Und yes, und noch eine, irgendwas wegschmeißen. Na, jetzt habe ich den Cobblestone weggeschmissen, ich Depp. Naja gut, ist nicht schlimm. Wir holen uns noch einen Cobblestone, den gibt es hier direkt hier. Und ich glaube, wir brauchen auch noch Redstone. Habe ich noch 20, das ist nicht genug. Brauchen wir mal, nehmen wir mal so ein Stack. So, und für den Dispenser brauchen wir jetzt einen Dings. Wir brauchen hier so Cobblestone, wenn ich mich recht erinnere. Und das, oder? Das ist jetzt ein Dispenser. Yes, das müssen wir 14 Mal haben. Kann man natürlich nicht 14 Mal bauen, weil, ne, weil einfach und so. So kann man 14 Stück machen. Brauchen wir 14 Stück davon. Ach komm, hör doch auf. Ah, ja, ist genug. Also, Dispenser. Ich habe jetzt 13 Dropper gebraucht. Die sind auch toll. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Sammeln wir gleich auf. Ich habe keinen Cobblestone mehr. Super. Super extra klasse. Du musst ja alles wieder aufheben, um Cobblestone zu kriegen, oder was? Da habe ich Cobblestone, Gott sei Dank. Komm, wir müssen uns ein bisschen beeilen, sonst sind gleich die Items weg, die auf dem Boden liegen. Das reicht bei weitem nicht. Okay, zack. Na komm, lass doch liegen. Zack. Zack. Zack, kann man die irgendwie nicht stapeln? Doch, kann man. Wenigstens das geht. So, zack. Zack. Ja, wir machen Dispenser-Massenbau jetzt hier. Dispenser-Massenbau. Und da haben wir keinen Cobblestone mehr. Komm her, jetzt sammeln wir mal eben das Zeug hier wieder auf. Müsste jetzt eigentlich fast alles gehen. Weiter geht's mit Dispenser-Massenbau. Zumindest haben wir die Cobblestones aufgehoben, das ist wichtig gewesen. So, 12 und 13 und 14, so. Was jetzt auch natürlich wichtig ist, wenn ich 14 Dispenser habe, was brauche ich nämlich dann noch? Genau, 14 Eimer mit Wasser. Scheiße. So, ich habe 3. Das ist ja schwierig hier. Okay, anders machen. 51 reicht in keinster Weise, so. Ne, das wollte ich gar nicht haben. 1, 2, 3 und wir können das einfach auch noch verschieben und dann habe ich 17. Ich brauche aber nur 13, toll. 1, 2, 3, 4. So, haben wir 13 Eimer, weil ich hatte... Ach, jetzt habe ich noch zu viele. Ich hatte ja noch welche. Ich kann mich überhaupt auf 13, was auch immer. Jetzt werde ich alle mit Wasser voll machen müssen. Ich muss so viel jetzt machen noch. Ich glaube, ich komme nicht mehr dazu, die Schmiede noch anzufangen. Es tut mir leid, aber... Oh, es sind schon ein paar Bäume gewachsen. Guck mal, einen habe ich gezüchtet, ein paar sind schon gewachsen. Und ein paar sind irgendwie weggegangen hier. So, ihr müsst natürlich alle da rein. Ihr auch. So, jetzt den Dispenser. 14 an der Zahl. Packen wir jetzt hier drunter. So, ihr werdet euch fragen, wieso? Das könnt ihr euch auch fragen. Ich erzähle es euch nämlich nicht. Doch, natürlich erzähle ich euch das. Jetzt hole ich erstmal Wasser. Und danach erzähle ich euch das. So, holen wir mal Wasser von hier unten. Plopp. Plopp. Danke. Jetzt müsste ich 2 Eimer mit Wasser haben. Sehr gut. Habe ich noch einen dritten, das ist ja auch gut. Das ist ja praktisch. Gut. Jetzt wird ein Wasserloch entstehen hier irgendwo. Hier so. Und dann werden wir uns eine unendliche Wasserquelle bauen.
So, und dann machen wir die wieder voll. Zack, und dann werden wir die jetzt hier reinpacken. Eins, zwei, drei. Und nochmal ein paar auffüllen. Oh, da habe ich einen weggeschmissen. Super. Ist schon wieder dunkel oder was? Weiß ich auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt muss ich erstmal nach Hause rennen, weil ich sonst hier Angst im Dunkeln kriege. Super, mein Eingang ist immer auf der anderen Seite. Ich baue das echt mal um das Haus. Obwohl, wenn ich dann hinterher drauf will, dann ist das natürlich sinnvoll, ne? So, ich lege mich ins Bett. Gute Nacht, meine Freunde, gute Nacht. Und guten Morgen, guten Morgen. So, wir werden das mit dem Dispenser noch versuchen fertig zu kriegen. Ich bin hier nicht so guter Dinge, weil es ist schon sehr recht spät, wenn ich so auf die Zeit gucke. Und ich will eigentlich nicht so viel überziehen. Na komm, schneller. Ich habe es geschafft, die Wasserquelle leer zu machen. Geil. Ich bin so gut. Das muss man mir erstmal lassen. Gut, jetzt gehen wir hier weiter. Jetzt müssen wir hier rein. Also, eins. Zwei. 3, 4 heißt, ich brauche noch 3. 1, 2, 3 und einen brauche ich sowieso immer. Okay, und das, die Weitaste war falsch. Macht aber nichts. Und zwar jetzt, in 3 brauchen alle noch einen Eimer. 1, 2 und... Das ist eigentlich egal, wo er liegt, aber der Schönheit halber. So, jetzt werde ich da noch eine Verbindung zu dem Schalter bauen müssen. Ne? Das heißt, wir machen hier mal den Dreck weg. Offene Leitungen sind natürlich ein bisschen doof. Habe ich nicht eine Schaufel dafür? Geht das nicht schneller? Ah ja, ich glaube von unten kann man die nicht ansteuern, ne? Na doch, mit Fackeln könnte man das trotzdem ansteuern von unten. Glaube ich. Aber da müsste ich überall... Müsste ich eigentlich so machen, mit Fackeln. Mit Fackeln von unten ansteuern, genau, das ist eigentlich die bessere Lösung. Gut, dann müssen wir das mal wegmachen hier. So, und dann kommt hier. Kann ich das nämlich, dann sieht das nämlich besser aus. Ich glaube, so machen wir das. Gut, andere Seite genauso. Andere Seite genauso. Das heißt, also, drunter wegmachen. Das wird mit Fackeln angesteuert. Also, das ist soweit. Das heißt, hier kommen natürlich wieder Blöcke hin, wo ich jetzt bin. Da müssen die Fackeln dran. Das muss ich von der anderen Seite ausheben. Ach ja, stimmt. So, und da kommt dann das Wattsignal raus. Ah, genau, so machen wir das. So, Redstone haben wir nicht genug dabei. Ich lege das trotzdem mal hier hin. Ne, das ist zu kurz. Hier kommt ein Block hin. Das muss in den Block reingeführt werden. Ne? Okay, das muss auch noch weg. Oder? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Moment, ich muss mal eben hier... Geht das so dann da rein, das Signal, oder nicht? Verdammt. Nee, so nicht. Ich muss mal eben schnell hier testen. Ihr versteht das, ne? Ihr versteht das schon. So, einfach mal so machen. Jetzt brauche ich Redstone-Fackeln. Na, da kriege ich ja viele hin. 2 Stück ist ja immerhin. Aber ich glaube, das reicht genau für meinen Test jetzt hier. Ja, willkommen in der Deppenanstalt. Heute im Programm. Wassermoon zerstört seine Redstone-Leitung, womit er was testen will. Einfach nur mit einem simplen Wassereimer. Wenn Sie das noch nie gesehen haben, schalten Sie nicht weg. Fortsetzung wird es nicht geben. So, eine Fackel da ein. Das heißt, das leuchtet alles. Fackel dran. Leuchtet auch. Scheiße. So geht die natürlich aus. Gefällt mir nicht. Dass ich die so alle einzeln ansteuern muss, ist natürlich echt mies. Ich meine, ich brauche gar nicht so viel. Ich kann eigentlich jeden zweiten nur nehmen, ne? Vor allem eigentlich so viele Dispenser gebaut. Das ist einfach eigentlich zu viel. Eigentlich brauche ich gar nicht so viel. Ich lasse einfach mal, ich lasse einfach nur jeden zweiten ansteuern, lasse aber trotzdem drin, einfach nur, weil es geil aussieht. So machen wir das. So, das heißt nämlich, dann wird das nämlich so passieren. Und dann kann ich das nämlich auch ansteuern. So machen wir das. So, hier noch einen hin. Und da einen hin. So, die steuere ich alle einfach an. So. So. Fertig, die Kiste. Andere Seite genauso. Komm her. Da einen hin, da einen hin, da einen hin und da einen hin. So. Zum Ansteuern brauche ich ein bisschen Platz. Da müssen wir hier einfach drunter.
So machen wir das. Dann kann ich hinter nämlich die Kabel auch alle verstecken. Und das ist eigentlich so mein Hauptziel, dass alles nicht zu sehen ist. So, 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 so. Wie weit ist das jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bis hierhin. 9 bis dahin.